Ja, nochmal guten Abend. Ich lese aus zwei Büchern. Das eine sind die Variationen in Prosa. Die sind von 2013. Und, ach ja. Variationen in Prosa. Anfänglich erst neigten sich die Rosen, da die Dahlien standen, sich entblätterten die Zweige, das in Farben stieg, was sommerlich spät war und warm noch ein Weichen, als wäre, da zogen wie Vögel die Schatten, ein Wiegen, das Bleiben und leise im Laub, wenn es sank, wenn sich füllten mit Röte, gelblich die Birnen wie Äpfel oder lagen im Gras, gärend unter der gelichteten Krone, da ein Wind hob nicht und brach kaum und einzeln nur wanken ließ und lose eine Ranke, eine Wicke am rostenden Zaun. Wie wäre dann und hätten wir, wie währte, war ein Lied, da fiel, als senke still, was uns einst blieb, der Regen durch das Laub, das trieb in Scharen über all den Kies und suchte jenen Sinn, der wie ein Garten so verlassen lag als Bank und Tisch, als Traum vom Licht, da mild gleich einer Hand, uns rührte sacht, was sich als Hügel wie als Hecke zog, als eine Straße, die verlief, das sanft bald schien und spiegelnd oder Lorbeer jener Glanz, der nah dem Eingang zierte noch die Ankunft in dem Abendland. Abschied nahm, sich verfärbend an den Rändern, was mit Armen uns wie Laub empfing, da wir suchten den Licht durchbrochenen Schatten und sagten, dass lang und sorglos ein Nachmittag nicht oft noch wie nun so sei, so silbern versponnen und glänzend mit Früchten, die hingen am Zaun, berührt von der Wärme, wenn sie lag an den Mauern, wo wankend sich regte, was wie hingegeben war, einem wiegenden Sinken, während umspielt von einem Wehen herbstlich erschien und schwebend das Blau. Es gab, da war der Mond ein Schein, die Stadt, Gewölk und kahl verzweigt stand nahe ein Ast, als beugte sich, was festlich einst, was ärmlich nun war noch ein Glanz, der still wie Laub am Asphalt lag. Das Kühl bald stieg ein Duft von Abschied auf und war verfrüht, war lang wie dämmernd war ein Ton. Ein Bus bog ein mit etwas Staub und dröhnte fern, als aus der Zeit, da alles sprach und Neigung war. Wenn einsam auch, was Leben hieß, erfüllt schien, irrte oder doch fremd jedem Zuspruch Treue fand. Und alles Lob, es brach, das sank, und ohne Trost blieb noch ein Ach, wie war uns lieb, wie dachten wir, es sei gegeben uns, was wund war oder wehte, sich vergaß, das Seufzte, das sich stieg, die Nacht, in der das Fragen sich verlor und Huld schien, wenn sich lösten Blüten weiß wie dicht gestreut, das als ein Schimmer schweifte oder wirbelnd zog, was säumte noch, was sacht, war engelgleich und trat dann ein und sprach im Traum, in Silben von dem Abend, der wie Liebende Schmerz und Sinn entzweit. Bitter sei und so blieb, war einsam die Nacht in dem Zimmer, wo vergessen ein Strauß nur von Tulpen zu feiern schien, das Welken, sich windend an den Stielen, als suchte Halt so nahe dem Fallen, Blüte um Blüte und aufwärts weit sich öffnend entgegen der Neige, dass wir ahnten,
wie sorglos einst und vergeblich uns anvertraut war, jene Sage vom Reichtum und der Demut, von dem Sinken der Blätter oder wie beschenkt nur ohne Gleichen sich fände, was hingegeben dem Taumel, schaute die Fülle als Not. Und wankte leicht, wie schön dies war, das Gras, die Halme, als ein Weichen, als ein Wägen, wie von Schatten, wenn sich beugte und als Atem leise stockte, so als bliebe, während Stimmen, die versiegten, was bald säumte, da wir sprachen, unser Lächeln, bald wie liebend uns umgab, als versehren und es fielen welk die Blätter, stiegen in das Blau des Himmels, das gefärbt vom Klang der Glocken sank, und in den stillsten alter Gärten, wo die Dahlien nahe den Wegen neigten dämmernd ihre Blüten. Dann die Weite eines Abends und die Gnade noch zu weilen unter Bäumen, wo im Luftzug leise wankte, was wie Knospen uns bewegte, oder rührte als die Weise, wieder noch wie einst zu atmen, dies erdulden, wenn wie Blumen sanft sich beugte nah den Wegen, was in Bildern sich erfüllte von den Tagen, so als wäre, da es brach, durchs müde Laub, alles Sehen ein Entbehren, und es reihten sich die Silben, duftend von der süßen Wärme, die sich staute oder blühte an den dunklen Efeuranken. Wie der Wind streifte durch die Gärten, dass ihr Blätterkleid rauschte, wenn die Quitten, bedeckt von Flaum, reif und voll sich zeigten, während in den nahen Linden wogte ein helleres Wehen, dann fiel in die Kirschbaumreihen, deren Laub schlaff schon hing, oder bebte unter den Stößen, bis trödelnd wieder, was war, schien, ein Rascheln im Gezweig und in den Gräsern ein Weichen, als wären es wir, als senke in uns die Strömen und Ruhen, und silbern noch, wie wärmer auch, und allem zugetan. Aufgebunden wie die Trauben, dass sich gelblich schon färbt ihr Laub, war ausgesetzt der wärmenden Sonne wie dem Wind, der streifte durch die Gräser, was weicher, voller sich beugte und schwer dann sank oder hing als Beeren, die glänzten lieblich und dunkler, als wäre nur verborgen unter Blättern zu wahren das Geheimnis, die Nacht und das Leise als ein Lispeln, wenn schmerzlich war und schön, was sich löste, was trunken sich verströmte und duftete mit jedem Hauch. Da wir träumten, da wir ahnten und es säumten und es waren noch die Wege, die wir nahmen, die uns rührten wie Girlanden, da sie hingen bunt als Lampen und es lagen sanft die Schatten auf dem Kies wie einst Gesichter, liebend traurig oder lachend, dass wir folgten ihrem Wechsel, dem Vergehen und dem Wachsen, während bald der Tag verstummte oder hell die Glocken schlugen, die verklangen dann wie Namen, wie die Schritte, da ein Flüstern nahe zog durch den Holunder, duftend noch als das Verlangen, zu ermüden an der Schönheit, wie der Anmut später Stunden. Vor drei, vier Jahren hatte ich den Wunsch oder Auftrag zu Bildern, also zu einer ganzen Serie von Bildern zu schreiben. Das ist ein österreichischer Maler, Herbert Brandl, Schwarze Sulm heißt dieser Fluss, zu dem es immer wieder, ja, ich könnte
Also ich kann das dann liegen lassen. Sie können ein bisschen herumblättern, wenn Sie es interessiert. Das ist so. Also. Und gleichzeitig kann man eine Anfrage, wenn ich eine Fuge schreibe. Das war für das Beethoven-Festival in Bonn. Und ja, das Fließen und Fliehen und die Fuge, das ging natürlich gut zusammen. Das heißt, ich habe einen Text sowohl zur Schwarzen Sulm als auch in eine Fuge geschrieben. Einsame Fuge. Und fließt, es ist und bricht, schäumt oder zögert, war ein Dösen, dunkel, glitzernd, wanzig, wird uns schneller ziehen, wiegend wie gebreitet über Kiesel, wird bald sein ein sanftes Gleiten, wenn auch wogte, das ich warf, da die Blätter kaum berührte, so als säumte, wäre liebend, was sich darbot als ein Lächeln, und es gurgelt, sind die Stimmen vieler Lieder, die sich mischen durch den Abend, wie die Wege, da als Himmel sich nun spiegelt ein Entsagen, ein Verlangen, das sich reiten, hell die Silben, all die Wellen, die ein Flüstern, leises Tosen, wie vom Fernher wird begleiten, wo bald stürzte und die Zweifel mit sich reißt, das kühle Strömen, fliehend oder dann verborgen, zwischen dicht belaubten Schatten. Wird, was sein wird, dann auch spiegelnd mit den Blättern wieder fliehen, zählen kühl auch das Vermehren, wenn in Schwärmen Wellen glitzern, das bald sucht den Wiesengrund, wo im Schutz der dichten Farne quillt und quellend sich entblößte, zwischen Moosen, was als Tiefe reiner war, denn all das Streben, das sich bahnt, als wär gegeben, zwischen Kieseln nicht ein Rinnen, und meanderte bald leichter, wankte gleitend, wird enteilen, unterbrochen von Gestein, Felsen oder letzten Schwellen, was gesäumt von Pestwurzblättern, sorglos wird sich dann entzweien oder fließen hell entlang in dem Glanz der milden Sonne, fern der Qual, da wie gewunden drehte, fort sich zieht nun weiter oder ruhend schaukelt leise, was geschmückt scheint, schon zu welken, duftet grün und wie verwunschen in der Dunkelheit des Ufers. Und es warf sich, wird sich drängen, schwemmte Holz, das sich verklemmt, wird den Jahreszeiten folgend bald gefrieren oder flößen noch das Laub, das in Mulden lange modert, bräunlich im Geröll der Steine, und auch knospend wird dann grünen, wenn gebettet bahnt das Wasser schnell sich wieder seinen Lauf oder trödelt zwischen Schatten, wo Reflexe vorgegaukelt leichthin plätschern, leise schwappen, auch als Wellen, die sich stürzen, hell dann werden in sich kreisen, das so fröhlich scheint, ergeben einem Wippen, als wär nichtig, wenn was noch ahnte, nah die Scham, und erfasst von einem Wirbel, widerfand sich wie verloren an ein Leben, das stets suchte, sich zu deuten, das gedeutet als ein Schimmern, allem Sehen sich entzog. Das war's mal. Mich hat das jetzt, als ich es gehört habe, noch mehr frappiert, als es mich schon frappiert hat, als ich deine Texte bekommen habe. Nämlich, dass da von der einsamen Fuge die Rede ist. Weil ich immer das Gefühl habe, also wenn ich irgendwas nicht bin in deinen Gedichten, dann ist es einsam. Das ist sozusagen der Ort ohne Einsamkeit. Und die sind gar nicht so häufig, finde ich, die Orte ohne Einsamkeit. Warum ist es eine einsame Fuge? Einmal durch diese Abgeschiedenheit, die assoziiert wird mit dem Leben am Fluss. Ich habe jetzt die Stelle, wo das Wort Abgeschiedenheit vorkommt, nicht gelesen. Und dann, das ist ein bisschen banal, aber es wird keine zweite geben. Also das ist meine einsame Fuge. Das heißt, das Prinzip ist, also die Frage ist natürlich, wie kann man eine Fuge schreiben ohne Mehrstimmigkeit? Das meint, es gibt natürlich eine einstimmige Fuge auch in der Musik, aber das ist eher die Ausnahme.
ich habe das schon vorher gesagt, ich habe natürlich an dich gedacht, weil du eine Zeit lang mehrere Stimmen überlagert hast, also mit Aufnahmen und dazu gesprochen. Und das ist natürlich Fuge, ne, in einer gewissen Weise. Und ich hatte dann die Vorstellung, dass hier eine Mehrstimmigkeit als Mehrzeitlichkeit, also der Text wechselt ja permanent zwischen Futur, Gegenwart und Präteritum. Nicht? Also man ist in Präsens und Präteritum, man ist immer in... Es ist keine Erzählung jetzt bei Svetana, die bei der Mündung anfängt und bei der Quelle anfängt und der Mündung endet, sondern man ist überall immer. Und das ist natürlich auch die Vorstellung gewesen von einer Art Ewigkeit, dass die Vergangenheit und die Gegenwart und die Zukunft in der Gegenwart aufgehoben sind. Ne? Also, ja, genau. Diese Mehrstimmigkeit und diese, wie du sagst, du hast verschiedene Zeiten und man ist in jedem Moment zugleich. Und dann hatte ich beim Lesen, also jetzt gerade diese Fugengedichte, mit denen wir jetzt anfangen, immer das Gefühl, und jetzt gleich wird jetzt ein Ich auftauchen und wird mir irgendwie, ich werde sehen, wo dieses Ich steht, und ich werde dann mit diesem Ich dann auf diesen Fluss sehen, und gleichzeitig, und dann kommt es aber nie, dieses Ich, und es ist ungeheuer beglückend, dass dieses Ich nie kommt. Und ich hatte dann so diesen Eindruck irgendwann, eigentlich habe ich das Gefühl, du benutzt die Sprache auch weniger wie jemand, der die Sprache spricht, sie benutzt, sondern du benutzt sie eigentlich eher wie ein Maler. Also so wie das Material, mit dem ich auf die Leinwand male, und da habe ich ja dann auch kein Ich drinnen. Und so kommt mir das bei der Fuge, aber auch bei den anderen Gedichten kommt mir das auch so vor. Ja, tatsächlich habe ich in der Fuge auf das Wir verzichtet. Also in den Variationen ist das Wir. Dieses Wir ist mehrdeutig. Also das kann vom Pluralis Majestatis bis zur Menschheit oder ein Paar sein. Oder das ist der Deutungsfreiheit überlassen. Oder manchmal merkt man, das sind schon eher zwei. Manchmal, das ist. Und wenn ich auf das Wir auch verzichte, ist es tatsächlich so, dass ich das wie auftrage. Das ist schon so gelesen, eine Möglichkeit dafür. Jetzt muss ich es wiederholen, Moment. Ist dieses Was. Also das heißt, wo haben wir das zum Beispiel? Wenn schmerzlich war und schön, was sich löste, was trunken sich verströmte und duftete mit jedem Hauch. Also es muss ja irgendwann ein Subjekt daherkommen. Ne? Und wenn dein Ich ausbleibt, dann wird eben über diese Was, dann das Was erklärt auch nichts als den Fluss, der weiterrinnt. Also das, insofern ist es vielleicht wirklich richtig, es so zu deuten. Also ja, denke ich, dass diese Leseweise, die du mir vorschlägst, tatsächlich was hat, dass ich, wie soll ich sagen, dass er neben diesen Materialaspekt bekommt, den du genannt hast. Ja, ich hatte auch dieses Gefühl, in meiner Kindheit gab es diese Was ist was Bücher. Und ich musste an diese Was-ist-was-Bücher denken, und zwar jetzt nicht nur bei den Gedichten, bei den Fugengedichten, sondern auch vorher. Das Was ist eigentlich der heimliche Held dieser Gedichte. Davon geht's aus und darauf läuft's wieder zu. Mhm. Und du hast es schon angerissen. Was ist was? Ja, das Was ist vielleicht tatsächlich das Füllwort für eine Leerstelle, zu der wir schon öfter gesprochen haben. Es ist
Das Was ist der Mangel an einem von einem Subjekt ersetzt das Mangel. Ersetzt den Mangel an einem Subjekt von einem Subjekt. Ersetzt den Mangel von einem Subjekt. Also von einem Handelnden oder einem, ja, manchmal ist natürlich die Nacht, der Rausch, die Stille oder irgendwas, es muss ja irgendwann, es kann ja nicht nur was sein, aber es wird umgangen. Irgendwann komme ich in die Verlegenheit, jetzt müsste ein Subjekt daher und dann kommt dieses Was, nicht? Weil ich irgendwie das Ich nicht will und das Wir in dem Fall auch nicht in der Fuge. Ja, 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 genau, dann kommt das Was, aber ich habe schon den Eindruck, dass es mehr ist als einfach nur irgendetwas, was da das füllt und irgendwie wie so ein Verlegenheitswort, sondern ich habe den Eindruck, dass das Was eigentlich schon so ein Agens ist in diesen Gedichten. Und dann hast du, dann ist mir so stark aufgefallen beim Lesen, dass diese Gedichte, oder so habe ich es wahrgenommen, immer so in Schichten sind. Also du hast immer so ganz viele, viele Doppelungen. Du hast dann irgendwie die Birnen und dann sind es aber sofort die Äpfel. Und dann geht etwas nach oben und dann sinkt es. Und du hast immer diese Doppelbewegung. Und dann hast du das auf der lautlichen Ebene, hast du das dann auch. Dann hast du wie wäre dann und wie werte. Und da hast du immer so kleine Abweichungen. Und da entsteht so zwischen den, also entstehen so Schichten, als würde man so mehrere Vorhänge übereinander hängen. Und dann das Was scheint mir diese Dinge dann aber zu verbinden und auch in Bewegung zu setzen eigentlich. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, also du hast irgendwo auch geschrieben, vielleicht bei dem Kommentar, den du mitgeschickt hast, dass es eine Annäherung an das ist, was sich der Sagbarkeit entzieht. Und was ist es denn dann eigentlich, was sich dieser Sagbarkeit entzieht? Ist es, also ich habe mir ein paar Begriffe aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. Ist es Atmosphäre oder ist es Stimmung oder ist es Beseeltheit? Ist es Geist? Ist es Transzendenz in der Immanenz? Ist es Anwesenheit? Ist es Entziehen? Ist es Transzendenz einfach so? Oder ist es das Zugetansein? Das, wie ich auch sagte, also ich kann mir Einsamkeit da eigentlich gar nicht vorstellen, weil es ist so ein großes Zugetansein in diesem Gedicht. Sorry, das waren jetzt viele Wörter. Nein, ich bin fasziniert von der Deutung. Also ich bewege mich in einem rhythmischen Fluss beim Schreiben. Oder der wird hergestellt durch dieses innere Gemurmel dabei. Und das erzeugt dann irgendwann einen gewissen Moment und Stimmigkeit. Das ist ja schon ziemlich durchkomponiert. Also gibt es bis zu 40 Fassungen und dann gibt es die Geschenkten, also wo ich zwei Fassungen hatte und dann hat es gepasst. Also das sind die. Aber man kann ja nicht nur die Geschenkten schreiben, sonst habe ich einen Band von 5, 10 bis 10 Gedichten. Und die anderen sind erarbeitet und dieses Gefühl von Stimmigkeit. Ja, ich meine, ich kann tatsächlich nicht antworten. Also es heißt nicht, weil es die Frage nicht richtig gestellt ist, sondern weil es mir selber nicht klar ist, was ich verfolge. Ich weiß nur, dass es etwas Stimmiges ist. Zumindest im musikalischen Sinn hat es für mich was Stimmiges, wenn es so abgeschlossen ist. Nicht? Und dann höre ich auch auf. Ob ich dann das Richtige mitgeteilt habe oder ob da etwas. Es gibt natürlich so genannte, wie soll man sagen, Sequenzen, die sich gerne wiederholen. Also gerade das Steigen, Fallen, das ist diese Bewegungen, die, das hat man so. Also ich habe mir gehofft, dass ich mich nicht wiederhole und habe bei der Vorbereitung für diese Lesung seit langem wieder mal diese Variation zur Gänze gelesen. Ich lese ja nicht meine eigenen Sachen sonst. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du hast trotzdem einen Knacks, also in dem Sinn, dass du zu Wiederholungen neigst. Etwas ist eine Besessenheit mit dem Sinken, Fallen, Versehen, Sehen. Das sind einfach Worte, die anscheinend eine Anziehungskraft haben, die aber das sind eben so Sequenzen, das sind so, also ich nenne schon Variationen, es sind keine Wiederholungen. Obwohl man ja natürlich den Eindruck hat, man sitzt dauernd in einem Garten, ne? Oder sehr oft, sagen wir so, nicht? Aber das ist,
das ist ja egal. Also, das, also mir zumindest, dass der Garten immer wieder auftaucht. Also solche Wiederholungen sind es nicht, die ich meine, sondern eben das, was du diagnostizierst. Ja, 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 also du hast es auch, das mit dem Rhythmischen, das ist so auffällig, dass ich an einer Stelle auch den Eindruck hatte, ich glaube, ich stolpere über ein Wort, das du wahrscheinlich anders aussprichst als ich, weil ich sage Asphalt und du sagst wahrscheinlich Asphalt, weil nur Asphalt passt hier. Und es fällt so stark auf, weil es nämlich so stark durchkomponiert ist, dass man fällt, wenn man an einer Stelle auf der falsche Silbe landen würde eigentlich, jetzt von dem, was man mitbringt im Kopf. Und dann habe ich mich gefragt, da das ja so rhythmisch ist, und warum dann eigentlich Variationen in Prosa? Also zum Asphalt, in der Schweiz sagt man Asphalt, ist ganz einfach so, also es ist die falsche Betonung, also die regionale Betonung, ne? Ich vermeide inzwischen das Wort, weil es mich irgendwie ärgert, dass es dann so einen regionalen Aspekt bekommt. Aber warum Variationen in Prosa? Ja, ich empfinde es nicht als freirhythmisches Dichten, dazu ist der Rhythmus, also es ist zu wenig rhythmisch strukturiert, es ist stärker melodisch als Rhythmus. Also die Rhythmik ist auch hier, aber im Unterschied zu wirklich freirhythmischem Dichten, das doch sehr stark so Richtung Rap dann fast schon geht, das ist hier nicht, ne? Das ist doch kein Rap, das singe ich fast eher, als dass ich strukturiere. Und Prosa, ja, ich habe das Problem mit dem Vers, ne? dass mir oft nicht einleuchtet, warum eine Zeile auch abbrechen soll jetzt da. Ne? Also ich denke, es ist natürlich dann weist sich das als Lyrik aus, man verkauft es dann auch als Lyrik, aber das kann es ja nicht gewesen sein. Ne? Es hat ja Rilke schon das Problem, das Versende zu begründen und spricht von einem inneren Rhythmus, was dann, ja gut, das ist auch schon ein bisschen, also eigentlich vom freirhythmischen Dichten an ist das Versende für mich oft nicht schlüssig. Allerdings, das ist jetzt nicht, das ist, es gab auch Umschreibungen schon von Variationen, um mir zu zeigen, dass das viel schlüssiger wäre, wenn das so dasteht. Aber, und dann habe ich eben diesen Wahn der Wiederholung. Das sind ja alle 11 Zeilen lang. Also der erste größere Teil. Der zweite Teil, Variationen im März, sind dann etwas erzählender und sind 12 Zeilen lang. Und das ist aber, das ist für mich Form genug. Also, und ich habe es eben auch wirklich als Blocksatz dann, ja, ich wollte, dass das einfach Zeilen sind. Das, ja. Also, dass ich beim Lesen und auch beim Anschauen dann irgendwann auch das Gefühl hatte, das sei wie ein Fenster, dieser Blocksatz. Und als würde ich immer wieder aus diesem Fenster schauen, das vielleicht ein bisschen durch die Welt getragen wird, und dann schaue ich da wieder raus aus diesem Fenster. Mhm. Und so, also was mich auch an die Prosa erinnert hat, war, dass du das dass du in der Vergangenheit schreibst. Ne? Also das ist ja Präteritum, sind diese Gedichte. Mhm. Und auch da würde mich noch mal interessieren, warum eigentlich? Also warum nicht Gegenwart? Das machst du mich gerade unsicher. Es gibt vielleicht wirklich ein paar wenige in Gegenwart. Aber tatsächlich ist es so, dass mich schon dass es vielleicht eine Art Unmittelbarkeit ermöglicht. Also wenn ich das gerade die Distanz, die das erzeugt, eine Nähe ermöglicht. Also die Dinge, ich habe schon den Eindruck, dass ich sehr nahe komme einer etwas Atmosphärischen, was du schon genannt hast. Ne? Und damit ich so nahe komme, muss ich es wegschieben. Also das ist, ja. Und dann ist natürlich das
elegische Momente sind ja schon auch elegische Texte in einer gewissen Weise. Und die sprechen von etwas, was... Also ich empfinde mich selber oft als jemanden, den es gar nicht mehr wirklich gibt. Also jetzt nicht als Abschiedsgedicht oder sowas, sondern dass ich in einer Welt lebe, die verloren ist. Also in meinen Texten. Also ich habe auch keinen Anspruch auf Aktualität in dem Sinn. Ja. Das ist die Gestik. Also Gestik ist es nicht, das ist vielleicht eine mögliche Antwort. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich will da jetzt gar nichts mehr dazu sagen. Also ich ich fand die Fragen sehr fein. Danke, Michael. Ja, danke auch.